Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn mit Chantal, Lafishi und immer noch viel zu viel Wärme. Wir gehen jetzt in den nächsten Ruineingang. Mystery. Misery, nicht Mystery. Oh, falsch gelesen. Es tut mir unendlich leid. Ich habe jetzt. Gegner auf Level 35 standardmäßig. Ich weiß. Geil, ne? Ich habe jetzt einen anderen Helm an und das war's, glaube ich. Also wir waren gerade in der Stadt, haben ein bisschen verkauft, ein bisschen dies, das gemacht. Nein, Katzen! Was? Der heilt sich. Die Katzen haben gerade meine Gardinen runtergezogen. Sehr gut. Ja, hier ist ein Priester. Eigentlich solltest du nach den Gegnern suchen und sie töten, weil du viel mehr Schaden machst. Und ich sollte eigentlich in den anderen Gegnern stehen und hoffen, dass ich nicht sterbe. Ja, aber die anderen Gegner greifen ja mich an. Wo ist denn der Priester? Den glaube ich gerade tot. Oh, Level 38 erst. Geht ja. Ich habe andere Armschienen an, die ich mir mehr oder weniger ercheatet habe. Also Hacker. Die Hacker. Armschienen nicht, aber ich hatte das Problem, dass ich sie nicht benutzen konnte, weil ich zu wenig Physik hatte. Und dann habe ich mir einfach eine Hose angezogen, die mir Physik gegeben hat. Dann habe ich mir eine Armschiene angezogen, die mir auch Physik gegeben. Und dann konnte ich die Hose wieder ausziehen. Das heißt, wenn ich die Armschienen jetzt einmal ablege, kann ich sie nicht wieder anziehen erstmal. Hilfe. Katzen, warum habt ihr das getan? Die Katzen genießen die Sonne. Weißt du, jetzt sind sie einfach wieder weggegangen von dem Fenster. Sie haben das Ding runtergezogen und dann sind sie wieder weggegangen. So eine Assis, Alter. Damage React Electrified. Ja, der macht gut Schaden. Der ist auf Level 38. Der ist lila für mich und lila ist ziemlich stark anscheinend. Ja. Ich habe übrigens noch 8 Heiltränke. Ach, noch 45. Bin tot. Warum rennst du auch mitten in die Gegner rein und tötest mich? Weil da hinten einer war, der mich geschossen hat. Der mich genervt. Total ist übrigens auch ein. Mein Shane. Kind. Alter, es ist warm. Was? Was? Ich bin instant tot gewesen. Gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet, warum? Weil die Schaden machen? Ja, so viel, Alter? Ich konnte gerade die Gegner nicht schlagen, weil ein Grab in denen war. Das war schon wieder knapp. Immer nach Priestern suchen. Priestern das Wichtigste. Ich kenne die gar nicht so schnell. Den aus die Skelette nur haben. Warte nicht schon wieder. Eine Kutte an oder was? Nee, das sind einfach nur ganz normale Skelette und die leuchten so ein bisschen gelblich. Glaube ich. Wieso sind die Gegner hier Level 37? Sind wir noch zu low für das Gebiet hier eigentlich? Irgendwie schon so ein bisschen, ne? Also ich meine, wir kommen hier relativ gut durch, aber... Ja, aber die Gegner sind alle lila. Oh mein Gott! Die sind rot. Der war für mich lila, der mit 37. Ja, aber ich habe ja noch einen 34er gehabt. Ja, und du bist ja auch ein Level höher als ich. Aber die anderen sind auch für mich lila, also die 30er. Okay. Der macht mich übrigens in 2 Hits down. Weiß. Das ist nicht so geil. Ich glaube, er hat neue Geister gespawnt. Ich könnte kotzen. Bist du tot? Ja! So, ich dachte, er macht den 2 Hits down, dass du noch 10 AP hast oder so. Nein, er macht mich in 2 Hits so weit down, dass ich tot bin. Ja! Bist du schon wieder tot? Fast. Dieses Mal konnte ich rechtzeitig einen Heiltrank nehmen. Ich muss bei dem wirklich auf Abstand bleiben, Alter. Und dann mache ich nicht so viel Schaden. An dem. Nein, 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 nicht Karte! Gott, mach das Portal woanders hin! Wer?
Du! Wieso? Ist das mein Portal? Ja, aber wie soll ich das wegmachen? Weil ich darauf geklickt habe im Kampf. Ja, das ist meine Schuld, inwiefern? Ich hab doch nur gesagt, mach das Portal weg. Das stört voll im Kampf. Ich bin tot. Achso, dein Graf hat aber nicht gestört, als ich in dem kleinen Gang da gekämpft habe. Ja, ich bin ja sofort wiedergekommen und weggemacht. Ja, nicht ganz. Da ist übrigens schon wieder ein Grab. Ja, ich bin jetzt mitten im Raum drin. Der kann übrigens auch leben, jetzt hier mit seinen komischen Schlägen. Ja, bitte auf, um mir Schaden zu machen. 3 Heiltränke. Wie hast du ihn gerade getötet? Mit meiner Bombe. Wie schlimm ist das? Geht's nach hier unten eigentlich auch weiter? Ja, hier unten geht's auch weiter. Katze, warum hast du das gemacht? Es ist wieder warm. Kurva. Hör auf, Kurva zu sagen. Nein, die Polen müssen auch sich angesprochen fühlen. Das Problem ist auch bei dem großen Vieh gewesen, das war Level 37 und die Gegner, die es gespawnt hat, sind auch einfach Level 37 dann gewesen, natürlich. Ja. Savage Plating? Findest du mal so welche Sachen? Ich krieg die nie. Hier ist zum Beispiel ein Priester, der direkt vor mir jetzt war. Okay. Die laufen so ein bisschen mongohaft rum. Da muss ich ja mit dir verwechseln. Ich laufe ja nicht mongohaft rum, ich laufe ja eine echte Dame. Achso, ja, stimmt, wir sind ja in-game. Ja. Oh Gott, das ist schon wieder so riesig hier. Guck, mit dem Skelett habe ich überhaupt kein Problem, ne? Ja. Außer du schießt die ganze Zeit gegen die Wand und triffst nicht. Ja, mit den Frostviechern habe ich ein bisschen Probleme. Du bist ja nur Level 38. Ja, vor welches Level dann der Endboss in diesem Dungeon ist? Level 274.393. Oh, ist ein Priester. Machst du ihn platt? Ja. Siehst du, weil die Priester stehen immer so weit drin und da komme ich gar nicht hin. Pass das Heiltränke zu verwenden. Ich habe schon wieder nur noch einen. Wir haben nur noch 41. Ich hätte gerne am Ende des Spiels eine Statistik, wie viel Heiltränke ich verwendet habe. So alle und ich so... 100. Ich schätze mal wirklich, du hast am Ende so vielleicht 300 verwendet und ich so mindestens 1000. Priester hier hinten. Dort. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Oh, eine Armor Plate. Ich habe einfach immer noch nichts bekommen. Oh, jetzt habe ich übrigens keinen Heiltrank mehr. Ich hatte gerade richtig Glück, dass ich noch einen gefunden hatte irgendwo. Da war gerade noch eine Kiste. Geht's da weiter? Nein, aber auf der anderen Seite. Der war schön aus. Ja. Das gefällt mir. 2 Heiltränke. Das ist übrigens doch ein ziemlicher Weg in die andere Richtung gewesen. Ja, ich glaube, hier ist Endgegner. Lass uns mal zurückgehen. Oh, ja, den sollen wir töten. Ich glaube, wir gehen einfach. Ja, nö, nee, möchte ich nicht. Oh. Das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Ja, das ist immer bei Endgegnern so. Oh mein Gott, das war ein Fehler, hier hinzugehen. Es brennt, ich kann nichts tun. Da ist ein Priester, nein. Das ist das Priester. Du weißt, dass ich nur 2 Heiltränke habe, ne? Was soll ich jetzt dagegen machen? Ich muss mich gleich kurz in die Stadt porten, Alter.
Alter, blockt er die Sachen ab. So, also hier hinten ist alles tot. Ich töte gerade hier den mittleren, nicht den mittleren, inneren Teil noch des Dings. Ja, ich bin jetzt kurz nach Devil's Crossing geportet. Ja, ich halte das so lange, ich kann ein Ding. Da ist noch ein Gate, ein verschlossenes. Fuck, mach mir mal ein Portal, ich hab meins versehentlich wieder aufgemacht. Ist offen. Ja, mach dir ein paar ekelhafte Feuerzauber übrigens. Bin gleich wieder da. Du wärst um Level 38, geht also. Feuerzauber natürlich super, weil ich ein Feuer mag, also Feuerkämpfer bin. Man sieht immer so schön, wenn meine Kugeln treffen, dann kriegt er mal ein Stück Schaden. Haben wir wieder einen Heiltrank genommen? Ich muss mir gerade zum ersten Mal seit Ewigkeiten Elixier of Spirit geben. Ich hatte das schon gar nicht mehr belegt. Ich hab das die ganze Zeit neben dem Heiltrank, deshalb mach ich das manchmal aus Versehen. Ich hab's jetzt wieder neben dem Heiltrank auf 1 liegen. Ist er tot? Nein, okay. Nee. So schwer ist er aber gar nicht. Ja, du kriegst kaum Schaden, ich mach einfach von hinten richtig viel Damage. Ich krieg viel Schaden, also ich musste schon zweimal Heiltränke nehmen. Schon zweimal? Ich muss in jedem normalen Kampf zweimal Heiltränke nehmen. Ach Gott, was haben wir hier alles bekommen? Ja, ganz viel, aber nichts Blaues. Ich hab ein Blueprint. Wollen wir mit Dings reden? Ich rede mal mit dir. Ja, ich geh erstmal raus. You have the throat piece, it is finished. My master will be pleased for your service. I bestow upon this key. It's the only way to unlock the... Ja. No. The Lord Executioner, I have another question. Wollen wir wirklich jetzt alles durchgehen? Falls ihr es wissen wollt, hier. So viel? Ja, das sind ganz viele verschiedene Teile. Can I reopen the door? No, once the door is sealed, you will have to return another time. Sehr gut, du hast jetzt schon die Tür natürlich direkt aufgemacht, dass wir durchgehen müssen. Nein, es ist wieder zu. Ja, gut gemacht. Hä? Ja, wieso hast du die nur erst aufgemacht? Ich hab's ja nicht aufgemacht, ich stand einfach nur davor und dann stand da dieses... Sleep und dann hast du aufgeklickt, dann hast du es aufgemacht. Ja, aber da stand drauf, dass es nicht aufgeht. Was ist denn das jetzt? Weiß ich nicht genau. Hä? Ich verstehe es nicht. Also der hat da irgendwas erzählt, also... Also es steht auf jeden Fall in dieser Game Session, das heißt, wenn wir das Spiel neu starten, können wir da theoretisch wieder durchgehen. Dann müssen wir die Gegner und alles wieder besiegen. What the actual? Was? Da ist gerade was Grünes gedroppt. Man kriegt echt keine Minute Pause, Alter. Vor was? Ja, vor den ganzen Gegnern. Ja, wenn man immer in die unerkundeten Gebiete reinläuft, in die Gegner, dann erwarte ich auch eigentlich, dass es keine Pause gibt, sondern das Spiel weitergeht. Nehme ich einen Heiltrank, 400 HP, 100 HP, 1000 HP. Nein, ich nehme keinen Heiltrank. Chill Steel. Ich habe gerade schon wieder zwei Heiltränke genommen. Ich warte eigentlich immer ab, also wenn ich weiß, dass es nicht so viele Gegner sind, dann warte ich immer ab, ob meine Heal-Zauber wieder angeht. Und Ektoplasma. Ich kann dir gleich ganz viel in der Hand drücken. Oh, ein Priester, hallo.
Kann auch sein, dass wir nicht in Mana-Not bekommen, weil ich an diesen Mana-Zauber. Also, ich hab. Oh, ich hab schon wieder. Oh, was Blaues. Ja, ich auch. Weil ich dieses Ding habe. Oh, eine blaue Hose. Einen blauen Gürtel. Die sogar besser ist als meins. Cold Damage. Einen schlechten blauen Gürtel. Mit so, 17 Armor. Schild, nee. Schild und Ring, dann habe ich alles in Blau. Ne, einen guten blauen. Warte. Ne, tatsächlich einen schlechten blauen Gürtel, Alter. Ich sollte mir trotzdem mal durchlesen, was der macht. Mehr Damage, mehr Offense Ability, mehr Defense Ability. Naja, dann geht mein Armor Rating richtig runter. Also von der normalen Rüstung bin ich jetzt komplett in Blau gerüstet. Nice. Hier ist gerade ein Heldmonster gespawnt. Ich hab da vorne eventuell ein bisschen was angelockt. Was denn? Oh mein Gott, machen die viel Schaden, die Skelette. Da ist gerade ein Skelett gekommen. Okay, dann habe ich die anderen in der Zeit schon getötet gehabt. Okay, drei Skelette oder so. Ich weiß nicht, ob ich einen Heiltrank benutzen soll. Nein. Ich weiß nicht, ob ich einen Heiltrank benutzen sollte. Altar ist offen. Danke. Wir spawnen die ganze Zeit neue, oder die sind da einfach so gespawnt. Pass auf. Irgendwo ein Priester. Wo ist denn der Boss jetzt schon wieder? Der war gerade noch hier. Ich hab den in der Backe. Er ist tot. Jack. Ja. Jim. Jack. Nein, Jim. Wieso Jim? Er ist tot, Jim. Tot, Jack. Hm? Warum bist du tot? Weil die Schaden machen. Die machen gar keinen Schaden. Ja, stimmt. Wenn sie mir Schaden machen, machen sie dir keinen Schaden. Wenn sie mir Schaden machen, machen sie trotzdem kaum Schaden. Ja, aber Digga, ich hab nur 2000 Leben weniger als du. Ich hab 3700. Ey, ich hab 1300. Ja, ist doch gut. Und ich hab wahrscheinlich ein bisschen mehr Armor als du. Meine Defensive Ability ist auf 784. Meine Defensive Ability ist auf 600. Wie viel Armor Rating hast du? Armor Rating. Steht da drunter. Dann hab ich, 149. Ich hab nur 81. Ja. Jetzt merkst du auch, wieso ich ein Tank bin. Ja. Jetzt merkst du auch, warum ich kein Tank bin. Ja, ich gar nicht. Wie viel Schaden machst du? Damage per Second? Moment, ich muss gerade Gegner töten. Oder ein Priester? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Damage per Second mache ich 241. Warte. Ich finde es nicht mehr wieder, Moment. Damage per Second mache ich mit meinen Doppelwaffen 634. Mit der anderen nur 172. Aber die macht dafür halt noch AOE und so. Das heißt, ich mache mit der Schusswaffe ungefähr so viel Schaden wie du mit. Du machst weniger Schaden. Ja, ein bisschen weniger. Aber kriege dafür davon auch keinen Schaden. Ich kriege etwa genauso viel Schaden wie du dann. Nein, also wenn ich mich so richtig hinten halte, dann kriege ich gar keinen Schaden eigentlich. So gegen diese Gegner, gegen die wir jetzt kämpfen, kriege ich auch gar keinen Schaden. Ja, weil dein Armor halt so hoch ist. Das ist der Part, Alter. Wir müssen noch einen aufnehmen, dein fucking Ernst?
Wir können auch das hier noch ein bisschen länger machen, das ist nicht mehr so lang. Okay, dann lass uns das hier noch ein bisschen länger machen. Das hier ist nur eine Ecke. Moment, hier ist ein behinderter Geist, der nicht sterben will. Stimmt doch endlich! Gut, Überlänge heute mal. Überlänge, das ist was Feines. Ich glaube, ich muss mein Handtuch gleich mal wieder anfeuchten. Wieso? Weil es schon wieder warm wird. Ich komme nicht weg! Die Haunted Nobles können übrigens slowen. Ziemlich stark. Hab ich gemerkt. Was machst du denn da schon wieder? Hier dürfte jetzt noch ein Raum sein und dann hier oben noch. Ja. Wie erwartet. Ein bisschen größer, ein Raum mehr als ich erwartet habe es hier. Ja, wir müssen das hier auch noch erkunden, ne? Ist alles erkundet. Hier nicht. Sonst werden jetzt keine Skelette mehr gespawnt. Also mir ist hier nur ein Teil, der fehlt. Jetzt krieg ich auch ein bisschen Schaden mal. Normalen Gegner. Ich hab grad keine Waffe in der Hand gehabt. Ja, und hier ist dann noch das letzte Teil, ja. Ach, da ist schon wieder ein scheiß Priester. Die leuchten so grünlich. Sehe ich meistens gar nicht, weil du sie getötet hast, bevor ich das sagen kann. Bevor ich gucken kann. Hört er nicht so schnell. Okay. Liste. Heiltränken. Hier ist gleich wieder 50. Gegen die Skelette brauchst du mir sogar gar nicht helfen, Alter. Die sind recht einfach. Die kommen gar nicht an mich ran. Die großen Skelette sind noch ziemlich böse. Ja, die greife ich auch meistens dann an. Aber selbst die kriege ich platt, Alter. Oh. Hier ist noch ein kleines Secret Area. Ich weiß nicht, ob das schon vorher offen war. Da war noch eine Kiste drin. Aber diese Archer sind so nervig. Ich wollte immer das Geräusch von den Armbrüsten. Ja, das nervt. So, wo haben wir denn? Ein Priester tot. Gott, ich sehe gar nicht mehr die Priester hier, weil sie überall drin sind. Der Skeletal Knight stand mir gerade im Weg, so dass ich den Priester nicht angreifen konnte. Hier ist noch ein Sarkophag mit ganz viel Loot drin. Alter, ist da viel rausgekommen. Junge, Junge. Ja, und jetzt? Oh, es geht da hinten weiter. Wo? Da ganz am anderen Ende. Ja, da können wir doch nicht durch. Das ist die Tür, die kaputt macht das wieder. Das heißt, dann wir haben das dann jetzt fertig. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Podcast gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut drin und ciao. Tschüss.